So. Dann wollen wir auch gleich mal ein bisschen an den Einstellungen rumfummeln. Aber vorher natürlich teilen, teilen, teilen. Der Sport. Arg. Links zum Teilen. Tweet. Na komm. Tu was. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, hat sich genommen, das ist gut. So, ich hoffe, man hört mich auch. Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterschrauben. Dino-Schaden, Spieler-Schaden, Struktur. Nein, aber das machen wir ein bisschen höher. Höhe der Wert machen das Thema schneller. Das machen wir definitiv schneller. Nicht, dass wir wieder so das Problem haben wie beim letzten Mal. Ja, nicht 3P. Struktur. Dino, Ernte, Erntemenge. Ja, da machen wir auch ein bisschen höher die Erntemenge. Wasserverbrauch Spieler, Nahrungsverbrauch, nein. Ausdauergesundheit Spieler, da machen wir nichts dran. Hier haben wir auch nichts dran. Zähmen deaktivieren, nein, das machen wir natürlich nicht. Was haben wir denn hier noch? PvE-Erleben, warum war das nicht? So. Prägungs. Kackintervall. Eierlegintervall. Je höher der Wert, desto seltener. Okay, dann machen wir den natürlich. Okay, wenn es prozentual ist, machen wir den etwas. So. Ja, jetzt hier. Okay. Wir lassen das mal so, wie es ist. Eischlupfgeschwindigkeit. Okay. Höhere Werte senken. So, höhere Werte senken prozentuale Geschwindigkeit in der. So. Gesundheit, Rohstoffe, das brauchen wir nicht, da brauchen wir auch nichts. Das können wir eigentlich auch alles so lassen. Den Tagzyklus würde ich gerne. Regel den. So, nee, Moment. Den Tagzyklus machen wir. Werte unter. Okay, das wollte ich haben. Und den Nachtzyklus erhöhen wir, damit es nicht so lange noch. Moin, moin! Tingle, Tangle, Top, Tom. Oh, jetzt muss ich Bob sagen. Oh, Moment. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Eine Sekunde diese. Was? Eine Senkung dieser Werte. Ah, okay, ich habe es falsch rum gemacht. Ich habe mich jetzt verlesen. Und das hier was. Verfault in, da machen wir gar nichts. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Ich hätte es schon mal angespielt gehabt. Also das Ragnarok und ich weiß immer noch nicht. Willudinus mache ich da gar nichts. Das lasse ich so wie es ist. Gezimditinus. Da erhöhe ich nur die Traglast. Das ist wichtig. Hinzufügen, gezählt mit Dinos pro Level, mache ich auch Traglast mit. Obwohl, das können wir bei uns auch gerade mal machen. Wo bin ich denn? Bin ich das? Ne, das ist Wille Dinos. Ist das nicht Spieler? Okay, Spieler habe ich noch nicht gefunden.
Hinzufügen gezählt mit Dinos Brawl Level, bla bla bla. Affinität stellst du, warum auch nichts? Spieler, da haben wir es doch. Spieler. Traglast, das erhöhen wir. Und auch die Gesundheit machen wir ein bisschen höher, weil das letzte Mal, wo ich das hier angefangen habe zu spielen, ich habe mir das mal angeguckt, das Ragnarok. Und ich war ziemlich schnell tot, weil ich von so einem Dino vergiftet worden bin. Also ich hatte, Tollwut hatte ich gehabt. Schwebende Schattentexte da erlauben. Eigene Rezepte, Dino. Brauchen wir auch nicht. Wo ist denn das? Ich hatte so. Habe ich mich jetzt überlesen gehabt? Mich wieder hoch. Wo haben wir es denn? Da. Nein, das war's nicht. Genau, das war's. Oder? Krankheiten verhindern, das war's. Aktiviert sind Seuchen und Krankheiten abgeschaltet. Keine permanenten Krankheiten. Die bei Aktivierung werden Krankheiten nicht permanent sein. Sobald ein Spieler stirbt, verliert er die Krankheit beim Respawn. Ich mach das mal weg da, die Krankheiten, obwohl... Ach komm. Wir werden sterben, aber wir werden glücklich sterben. Dann wollen wir mal Ragnarok spielen, dann bin ich mal gespannt. Ihr gesagt, wir wollen erstmal die Karten laden, da bin ich mal gespannt. Ich muss mir mal angewöhnen, dass wenn ich den Chat so vor mir habe, dass ich das nicht nur selbst lese, sondern auch vorlese, weil ich tue das ja teilweise auf YouTube auch hochladen, also nicht live, sondern einfach nur hochladen, nachdem es dann hier fertig ist. Und da sieht man den Chat ja nicht, weil irgendwie kann ich ihn hier nicht einblenden, also bei der Xbox One. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So, wir machen weiblich. Und ja, der Ton ist absichtlich weg, weil das letzte Mal hat mir das hat mir da gesagt, dass wir angeblich nicht so, dass da kein Ton mehr drin war. Von Twitch war das gewesen, selbst wegen der Melodie, die da ist. So. Kopfgröße. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nein, wir müssen es ja nicht übertreiben. So, passt schon. Rumpfhöhe. Wir machen es mal ein bisschen groß. Da bin ich auch überfragt, hätte es nur beim PC sein können. Ja, kann man nichts machen. Mein Gott, muss ich es halt vorlesen. Ist ja auch kein Problem. Hehehehe. Wir machen eine große Frau draus. Und ich nenne sie natürlich Salome. So. Wo starten wir denn mal? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die einfachen Gebiete sind. Letztes Mal habe ich einfach in Highlands End gestartet. Viking Bay, Jungle. Ich denke mal, ich bin mit dem Anfangsgebiet Highlands End bin ich eigentlich schon mit schon gut laufen. So. Dann erstellen wir mal. Oder wir beladen einfach und haben Weiß. Ein schönes Gebiet. Ich hoffe, es leckt nicht so arg. Ich habe es extra auf 800 KPS runtergeschraubt, dass es nicht mehr so extremst ist.
Ich kenne die Gegend hier schon. Ich war das letzte Mal, wo ich es angespielt hatte, zum gucken, wie es ist, auch hier gespawnt. Und auch hier gestorben. Durch einen Komodo-Varan-ähnlichen Vieh. Das mir halt die Tollwut verpasst hat. So, wir haben ja das Steigen ein bisschen höher gemacht. Diverse andere Sachen höher gemacht. Wir sammeln jetzt auch, glaube ich, mehr. Jetzt mal ein rundetes Teil hier. Okay, es ist nicht mehr, aber es ist mehr als sonst. Wie ich die Sache so sehe. Wir sammeln mal hier ein bisschen ein. Ich habe festgestellt, das da kann man auch sammeln. Das wusste ich vorher nicht. Ich sehe Nessie! Scherzhaft. So, sammeln wir ein bisschen ein. So müssen wir uns wenigstens nicht die Finger wund kloppen. Ist auch schon mal was. Wir sollten halt nur nebenbei aufpassen, nicht das Fässchen von irgendeinem Vieh werden. Dass man die auf dem Boden liegen einsammelt. Das wusste ich vorher nicht. Das ist jetzt sozusagen. Das habe ich auch vorher, wie es angefangen hat zu spielen, erst herausgefunden. Kommt man das eigentlich schon vorher? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass man das überhaupt kann? Also ist es jetzt reingesetzt worden, dass man es kann. So. Draglast. Gesundheit. Und. Bewegung. Ups. Das war jetzt ungeplant. Das brauchen wir. Das da. Das da. Das da? Es hängt! Jetzt so. Ja, dass es ab und zu mal hängt, ist normal bei mir. Also nicht so groß drauf achten, dass. Immer wenn es ein bisschen. Wenn es gerade speichert, auch bei mir. So. Was ist eigentlich das? Normaler schwarzer Felsen? Okay. Bisschen was sammeln. Bin mal gespannt, was uns hier in Ragnarok alles noch so was wir halt an. Ich bin ja noch nicht weit von dem Strand weggegangen. Ich bin immer hier und hier hab halt gerade so ein Haus erstmal gebaut. Und das werde ich auch jetzt tun, aber ich werde es nicht so groß machen wie das andere, wie ich zuerst gebaut hatte. Weil sonst bin ich dabei am Haus bauen. So. Apropos Haus bauen. Nee, Moment. Doch. Rüstung. Ich weiß, es hat mit zu tun, aber egal. Im privaten Spiel muss ich zugeben, bin ich auch eine kleine Cheaterin. Da weiß ich schon die Cheats für Modus und dass ich nicht sterbe und niemals Ruhe brauche oder sowas. Das ist sozusagen mein kleines. Ich cheate mir auch wirklich manchmal auch Sachen, wenn ich keinen Bock habe, sie zu farmen, aber meistens farme ich es dann doch. Aber es ist dann eher selten. Also, dass ich das ercheate. Außer es sind die Textsachen, die habe ich mir ercheatet. Das war einfach. Es ging schneller. Ging schneller, als zu versuchen, alleine die Bosse platt zu machen. So, wir haben eine Nahrung. Ja, wir haben eine Nahrung. Das ist ein geiles Deutsch, was ich hier drauf habe. Wir haben eine Nahrung. Wir haben kein Leder. Wir müssen erst irgendein Vieh. Und es ist auch kein Dodo in der Nähe, ne? Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Kein Dodo. Ich hatte hier vorhin eine ganze Armee von Dodos. Die meiden mich, die Viecher. Na, komm schon mal hin. Struktur, Stroh, Fundamente.
glaube, ich baue hier. Hier ist große Fläche. Hier kann man gut bauen. So, das ist mein Haus. Fertig. Okay. Was war hier, glaube ich, hätte ich gedacht. Was fehlt mir denn? Okay. Wir sollten vielleicht... Wir sollten... Was sollten wir denn? Verdammt. Stein. Okay. Wenn man versucht, jemanden auf sich aufmerksam zu machen und er merkt es nicht. Eine Sache. So. Spitzhackel schon. Jetzt geht es den Schein an den Kragen. Jetzt machen wir noch gar nichts. Wir brauchen immer noch Strom. Das holen wir uns von denen hier. Dürft hier lang ein Stroh, denke ich mir mal. Wir müssen mit nicht mit den Fingern drauf kloppen. Ich weiß, ich sag oft so. Das ist normal bei mir. Ich hoffe, jetzt langt es wenigstens. Ja? Hallo? Jetzt aber. Nö. Und was an? Ich sollte langsam mal was trinken, bevor ich verdurste. Das wäre schlecht. So. Luftkratz, Schmiedestroh. Das Vieh da hinten. So ein Vieh war es gewesen, was mich vergiftet und getötet hat. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Und ich dehydriere gerade. Komm mir nicht zu nah. Bin gar nicht so schmackhaft. Überhaupt nicht. Entschuldigung, musste gerade mal mein Handy anschließen an Ladekabel, sonst wäre es tot gewesen. Und ich hätte keinen Chat mehr lesen können. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es viel näher kommt. Ich habe keine Lust, nochmal vergiftet zu werden. Ehrlich nicht. Bleib weg. Ich habe Angst. Was haben wir jetzt? Drei, ne? Breit will ich nicht.
Ich will sowas von die Beine in die Hand nehmen und wegrennen, wenn das Vieh näher kommt. Schon wieder Fasern. Ich gehe mal auf der Seite suchen. Was mir einfällt, ich brauche noch. Bisschen was zum Spachteln. Nicht irgendwas. Deswegen habe ich auch alles hochgestellt, weil, wie gesagt, das ist einfach sonst, ja, ein Ding der Unmöglichkeit, überhaupt irgendwas zusammenzufinden. Ich habe es vorhin gemerkt, wie nichts hochgestellt, wie ich das so die. Und ja. Danach muss ich sie auch hochstellen. Also diese ganzen Werte. Ich habe es noch gemerkt beim anderen Spiel, wo ich letztes Mal hier online gekommen bin, also live gewesen war. Entschuldigung. Was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich irgendwas machen? Außer Stein aufsammeln. Nö, ich kann Stein aufsammeln. Yeah. Wo ist das Echsenvieh? Ich hab die. Alter, hast du mich erschreckt da hinten. Okay, der wuselt da herum. Na, Dicker, bist du runtergefallen? Ich hab schon gehört, ich mache mir. Oh, verdammt. Schon in die Hose vor Schiss. Wegen dem Vieh, was in der Nähe von meinem Fundament ist. Ich mag nicht dahin. Ich hab Angst. Ich trau mich nie mehr näher an mein Zeug ran. Komm mir vor wie so ein kleiner Feigling, aber ich bin das letzte Mal wegen dem Vieh gestorben und darauf verzichte ich mir nicht auf dieses Vergnügen. Ich meine, wir haben noch nicht allzu viel, aber trotzdem muss es nicht sein, ne? Uns fehlt Stroh. Johoho. Gesundheit. Eieiei. Alter! Ernsthaft? Ich bin eh schreckhaft hier geworden im Spiel. Aber ganz ehrlich, ich kenne Brock noch nicht. Ich kenne die Viecher nicht. Ich weiß nicht, wie sie reagieren. Ich weiß nur, dass da vorne mich mit Turbo vergiftet. Mehr weiß ich nicht. Dürften lang. Was fehlt denn wieder? Das heißt, wenn ich jemals in mein Haus kommen werde, wieder. Der läuft auf mein Fundament rum. Das erinnert mich an damals, wie der Creeper mein Haus stand. Ist das ein totes Vieh? Jetzt bin ich aber neugierig. Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Ich erkenne es halt auch nicht so wirklich. Okay. Da liegt was Totes. Was Großes Totes. Da liegt mehr als nur eins. Mit Zeug. Mir ist es egal. Okay. Die
jemand viel oder kommt mir nur so vor? Das vergammelte Fleisch brauche ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Aber Leder ist gut. Damit können wir uns ein Bett bauen. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass sowas hier auch rumfliegt. Da sieht man wieder, ich habe mich hier noch nicht richtig umgeguckt und diese toten Viecher hier, die sehe ich gerade zum allerersten Mal. Mein Gott, wenn die Viecher noch im Wasser rumschwimmen. Ein Hapsi und ich bin weg. Und da ist sowas von. Aber ich krieg Leder. Das ist gut. Gut zu wissen. Und ist das Vieh jetzt von unserem Haus weg oder ist es noch da? Okay, es läuft jetzt da oben rum. Ich brauche noch Fasern. Und du erschreckst mich nicht wieder. Jetzt gibt's Haue. Oder Stäbchen in die Ohren. Da fragt man sich aber, wenn das Vieh, das riesige Vieh, da schon tot liegt, was war es gewesen, was es umgebracht hat? Oder ist es einfach nur an Land geschoben? Das kann natürlich auch sein, ne? Das hat man ja so ab und zu mal so, das war an den Strand schwimmen. Vor dem da habe ich keine Angst. Vor dem da habe ich Angst. Und vor dem da habe ich auch keine Angst. Dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Das da brauchen wir. Das da brauchen wir. Ist er jetzt immer noch da? Ich hab Angst. Ja, er ist doch da. Aber nicht mehr so nah an unser Haus. Aber er geht halt alles hin und her dort, ne? Das ist doch doof. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ich hätte mir das vielleicht nochmal überlegen sollen, hier zu bauen. Irgendwie komme ich mir nicht mehr so sicher vor. Ich fühle mich so unsicher hier. Natürlich werden wir auch noch die Gegend hier erkunden gehen, aber nicht jetzt sofort. Ich will erstmal noch ein bisschen. Genau, und dann noch das und tralala und pipapo und bla bla bla. Natürlich mich erstmal bauen und so. Ihr wisst, was ich meine. Also nicht Lager, sondern mich darauf vorbereiten, in die große weite Welt zu gehen. Das will ich meinen, genau. Jetzt hab ich's. So, jetzt sehe ich nicht mehr, wo das Vieh ist. Da. Hi! Mich nicht! Niemals. Hallo. Sehen, ich habe vor Schiss mir in die Hose gemacht. Warum habe ich jetzt keine Fu So. Noch mal hier hoch. So,
Wir können ja nicht springen, während wir bauen. Das geht, also wenn wir da craften, das geht nicht. Wir teilen mir nochmal die Pünktelchen, dem Hom. Wir werden Gesundheit brauchen, definitiv. Leben brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir werden unsere hier ein Zelt machen. Wir werden auch das da machen. Das da und das da und das da und das nicht. Doch, das auch noch. Gut. Einen Moment. Ganz kleinen Moment. Unser Gepäck ist noch ziemlich voll. Jetzt haben wir ein paar Amerbeeren gefuttert. Können wir denn einen Mörser herstellen? Nein, können wir nicht. Uns fehlen. Ich finde es interessant, dass man für die Mörser überhaupt Dings braucht. Okay, das Echsenvieh scheint weg zu sein. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Okay, er ist wirklich weg. Das macht mir ein wenig Angst. Um Stein zu kriegen, brauche ich ja die Axt. Logischerweise, ne? Das ist sehr logisch. Ich brauche einen Dodo. Und für die... Kann ich schon Holz? Nee, kann ich nicht. Stroh. Wand brauche ich eine Moorstroh. Ach, da bist du ja. Ich habe dich schon vermisst. Ich habe dich schon vermisst, mein kleines gefährliches Vieh. Bleib schön weit weg von mir. Wie kommt ihr? Oder? Angst. Mir steht schon die Angst. Schweiß auf der Stirn. Betten. Dieses Bett herstellen. Mag man mich feige nennen, das ist mir egal. Ich bin lieber vorsichtig als nachsichtig. Muss das Vieh jetzt ausgerechnet auch darum gammeln? Kann das nicht irgendwie woanders da gammeln? Nicht. Ah, da. Gut. Das hätte man. Okay, immer dieses Stroh, ne? Was war denn das jetzt so? Okay. Wir können Narkosemittel herstellen, das sehe ich gerade. Ich tue das mal hier hinklatschen. Falsch jedes Mal.
Warte mal einen Moment. Wieder gestiegen. Das wusste ich eigentlich nicht. Wo stecken wir das jetzt noch rein? Am besten in die Resistenz. So. Habe jetzt wieder 28 Punkte. Und dafür würde ich mir gerne. Würde ich mir gerne das da und das da holen und wenn es geht noch das da. So. Kann ich denn schon ein Fundament aus Holz machen? Nope, denn uns fehlt Holz und Stroh. Nee, nicht Holz, sondern Fasern. Ah, da ist es ja. Alter. Herzinfarkt. Ich bleib mal in der Nähe von den Großen hier. Da hab ich nie so sehr Angst. Diese Route erschreckt. Oh Gott, hey. Irgendwann habe ich einen Herzinfarkt wegen dem Vieh. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Ne? Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Ich habe Angst vor dir. Bleib weg von mir. Ich habe Angst vor dir. Das Vieh erinnert mich immer an die Komodo-Warane. Denn noch? Ach, Fasern. Verdammt. Hi, Großer. Ich tu dir nichts. Ich will nur sammeln. Bitte dreht mich nicht kaputt. Tut dir auch nichts. Da vorne ist ein Vieh, das kannst du da ruhe. Oder treten. Oder je nachdem, was du machen willst. Aber nicht mich. Danke. Lang, nicht lang. Zwei Stück. Und. Da ist auch nochmal so ein Echsenvieh. Da sind gleich hier zwei irgendwo. Hätte vielleicht doch die Krankheiten und sowas rausnehmen sollen. Und solchen. Wäre, glaube ich, sicherer gewesen. Aber wir werden bestimmt auch das Vieh auch noch irgendwie hinkriegen. Und nicht dran sterben. Sag mal. Wie viele sind denn hier? Ist ja ein richtiges Paradies für die anscheinend. Hier weg. Ich hab Angst. Da ist einer. Da unten ist einer. Hier oben ist einer. Da sind welche. Frosch ist weggerannt. Frosch ist in die Hütte gerannt. Und in die Hose gemacht dabei. Okay, wir sollten mal was essen. Aber vorher
Ja, nicht das da, das da, das da, das da. Okay. Wir sollten, wie gesagt, was essen erstmal. Es fehlt Holz, ne? Und hier ist alles voller Müll. Alles voller Müll hier. Alles. Ich renne einfach mal drauf los und hoffe, das Vieh hat mich nicht gesehen. Das sind gleich drei Stück. Das ist unfair. Oh, hau ich doch hier rum, du. Verzonnen auf dem Holzrim. So ein bisschen habe ich auch das Gefühl, die fühlen sich da überall wohl, wo nicht so viel Zeug ist. Ich hätte vielleicht auch in den Dschungel gehen sollen. So. Ach, das wird dann schön, wenn wir irgendwann mal die Großen hier tamen können. Irgendwann. Wir sollten auch jetzt gleich mal an den Strand gehen, also ins Wasser gehen und was trinken. Bevor wir verdursten. Wenn wir dann mal ein bisschen sicher genug sind, genug Waffen haben, uns gut verteidigen können, werden wir natürlich auch mal die Gegend angucken gehen. Solange ich aber noch nicht so ganz sicher bin, soll ich das vielleicht sein lassen. Zumal wir haben ja noch mal richtig schützende Kleidung. Mal hier stehen. Ne? Oh, ich finde. Da. Diese doofe Tür, ich finde sie nie. Ich komme so verarscht vor. Dann roden wir mal fröhlich weiter. Nochmal überlegen, ob ich irgendwann noch. Mir ist die Axt gebrochen. Mal überlegen, ob ich irgendwann mal noch mal einen anderen Livestream mache, aber bin mir nicht ganz so sicher. Ich bin mir nie sicher. Na, da. Hier nur drei Stück. Ja, diesmal sind es Fasern, die uns fehlen, oder was? Okay. Nee, ist wieder Holz. Danach dürfte es Fasern sein, was uns fehlt. Holz. Sie rodet die Insel ab. Warum? Sie wollte einfach spawnen. Ein ganz normales, einsames Haus.
Es war noch nicht mal zweistöckig, sondern nur einstöckig. Vielleicht doch ein bisschen höher machen sollen statt 5. Na? Sammelst du denn rein? Wie über die Nase. Was wählen wir denn als nächstes aus? Ich würde sagen, das definitiv. Zement brauchen wir immer. Wir brauchen auch das da, das da. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen das schräge Holzdach. Das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Schießpulver. Und merken wir jetzt erstmal nicht. Wollte ja das erste Mal, wo ich auf die so ein Vieh getroffen bin, wollte ich sie eigentlich, dachte ich so, oh ja, komm, das zähmst du dir, das greift zwar nur ein Dodo an, das wird schon so stark sein. Also diese Giftviecher da. Aber als Dodo gejagt und gejagt und gejagt und gejagt und einmal quasi die ganze Gegend gejagt, der Dodo, der wollte einfach nicht verrecken. Da dachte ich mir, ja komm, das zähmst du dir jetzt, das Vieh beißt mich, hat nicht lange gedauert, zack, war ich fast tot. Das heißt fast, ich war tot. Aber ich habe das Vieh mit mir genommen. Beim zweiten Angriff. Auch beim ersten Angriff bin ich ja gestorben. Und beim zweiten Angriff war das Vieh noch da gewesen. Und dann habe ich es einfach mit mir genommen. Weil ich bin auch Gott sei Dank genau in der Nähe wieder respawned. War praktisch. Und ja. Hat es gerade wieder gehauen. Ach, verdammt. Mein Holz, ne? Da mache ich ein Festing. Da auch. Und wieder will und soll's. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch abartig. Da gehst du auf große Reise, sammelst und sammelst und sammelst, sammelst dich halb dämlich, kommst nach Hause, willst das Gesammelte verarbeiten und es langt nicht wirklich. Okay, der greift jetzt wirklich das Riesenvieh an. Ernsthaft? Und das Riesenvieh macht gar nichts, oder was? Das lässt ihn einmal angreifen. Wehrt sich nicht mehr dagegen, oder wie? Der versucht wegzurennen. Das war wie mit dem Dodo ist vorhin. Ich versuche nicht so nah zu kommen. Verdammt, das wollte ich jetzt eigentlich. Verdammt, das habe ich falsch gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Kann man sehen, so ein kleines Vieh, ja, so ein kleines Kribbelvieh. Mit so einem Riesenvieh anzugreifen. Ja, hau doch daneben. So macht man's richtig.
Da komm ich gehen, der Zwerg kommt dahin und will versuchen, das Vieh zu hauen. Ich will jetzt nah rangehen an die zwei. Mir reicht schon das Vieh da hinten. Sie sehen das immer gemacht, das wurde schon gemacht. So. Okay, da wollte ich ein Fenster haben, habe ich ja gesagt, ne? Und auch der gegenüberliegende Seite, da davon. Hütte mit Aussicht. Das muss man schon haben. Wenn schon, denn schon, ne? Wann ist jetzt noch mit Aussichtsfenster? Ah, da. Kann auch noch einmal herstellen. Warum? Was fehlt denn? Holz. Wie immer. Holz. Okay, die gammeln jetzt da hinten rum. Das ist gut. Dann holt sich hier mal weiter fröhlich ab. Falls man es gehört hat. Oder wie? Oder ist er immer noch am Versuchen, das große Vieh da zu erwischen? Ja, er versucht es immer noch. Ich helfe dir nicht, brauchst nicht zu mir zu rennen. Ich kann dir nicht helfen. Ich denke mal, für manche hier wäre das ein, was ich hier mache, aber es ist halt für mich nicht so langweilig. Ich sollte mal zum Wasser laufen irgendwie. Weil ich dehydriere langsam. Wasser, ich komme. Kaltes, klares Wasser. So, jetzt dehydriere ich nicht mehr. Ich gehe ins Wasser und das Ding zeigt mir an, dir ist zu heiß. Ist das Wasser heiß? Kocht das schon? Noch abkrabbeln. Das sieht jetzt mal interessant aus. Okay. Okay. So, dann wieder mal im Haus, wie immer. Irgendwie komme ich nie so weit weg von dem Ganzen hier. Das ist, glaube ich, mittlerweile normal. Yay, jetzt können wir von hier beobachten, wie die Viecher das Riesenvieh platt machen. Ich weiß, ich brauche ewig, um das hier fertigzustellen. Aber gut, Ding will Weil haben, wa? Oh, schon wieder Holz. Es ist doch dumm. Ich bräuchte einen Holzlieferant. Direkt vor die Haustür. Kann ich auch sagen, ich um mein Holz.
Ich gehe nicht dazwischen. Bisschen was futtern. Egal wie viel Holz man sammelt, daneben ist nie genug. Nie. Es wird doch niemals genug sein. Komm bloß nicht her. Geh weg. Tschab. Oh, die sind beladen. Ein Stückchen. Okay, fünf Stückchen. Lauf doch. Ist das nicht ein schönes Häusler? Ist auch schon wie so ein Riss. Ist das ein Grafikfehler einfach? Wieder hinten das Plus, also dieses Sternchen oder was auch immer sein soll. Das ist für die Aliens die Position, wo wir sind. Es war mir doch so klar. Wo ist eigentlich unsere andere Echse, die ganze Tier bei mir rumgammelt dahin? Ist sie jetzt weggelaufen? Nee, da hinten ist sie. Da hatte ich mich jetzt ganz kurz gefreut und jetzt ist die Freude wieder hinten. Hui, wir brauchen mal ein bisschen Gammelfleisch. Ja, ich will es absichtlich Gammelfleisch. Verdammt. Nee, Moment. Wir haben doch hier noch die da. Nehmen wir die da. Hopp. Zack. Ein bisschen was trinken, am besten lieber einen toten Fisch. Sehr gut, ne? Bestimmt 100%ig gesund. Das Gesündeste, was man überhaupt kriegen kann. Das direkt neben eines toten Fisches. Oder Dinos, eher gesagt. Schacht hier ins Gesicht. Dotz. Aber hey, wir kriegen Kreatin und wir kriegen Öl. Der Rest ist eigentlich wurscht. Wir können beides gut gebrauchen. Vor allem das Öl. Das Kreatin können wir auch gut gebrauchen. So, wir machen die Traglast nochmal höher. Die Resistenz definitiv auch. Das will ich noch haben. Lederhose, Leder. Oh. So. Strickleiter brauchen wir nicht. Schrank ist wichtig. Und wir beiden auch das Schiffchen da holen. Dann können wir ein bisschen übers Märchen fahren. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen nur noch zwei Stück, glaube ich, ne? Brauche ich so eins und sowas. Okay. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts, also lass mich in Ruhe arbeiten. Kommen von der Holzentsorgung. Ich entsorge hier das Holz. Da war doch Holzwurm drin. Ist da auch ein totes Vieh?
Nee, ist ja nur so. Ah, da hinten sind noch welche. Okay. Was ist hier eigentlich? Kann ich nicht abbauen. Okay. Also, wie gesagt, mit den toten Viechern, das habe ich jetzt echt zum allerersten Mal gerade. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Deswegen war ich auch, bin ich auch ein wenig verwundert, dass sie überhaupt da sind. Haben wir eigentlich auch Seide hier? Wir haben uns jetzt schon ziemlich weit von unserem Zuhause weggetraut. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich möchte, dann gehen wir nach Hause. Ich bekomme Angst. Oh, guck mal, Blumen. Kann ich die auch sammeln? Nö. Ich dachte. Damit ist auch wichtig, noch Fasern fehlen. So, paar lassen wir da. Ja, ist gut. Aber das tote Holz, das nehme ich mit. Jetzt mache ich einen auf Lola rennt zurück in zum Haus. Okay, es waren mehr als nur. Ich dachte, es wären nur zwei. Okay. So kann man sich täuschen. Ei! Hinsetzen. So. Greift sie eigentlich immer noch an oder ist der jetzt weg? Ich glaube, das langt jetzt. Also noch mehr eigentlich sammeln, weil wir brauchen noch mehr davon. Das war leider noch nicht alles, was von dem, was wir brauchen. Okay, er scheint nicht mehr hinter den Herd zu sein. Dann ist er entweder tot oder keine Ahnung. Luft schlagen. Wir schlagen jetzt die Luft schaumig. Dann halt nett. Pff, ja, wurscht. Ich halt einen anderen. Jetzt kommen wir mehr vom Fleck. Ich will auch noch. Darf man eins brauchen? Darf man eins brauchen? Ich weiß, vorhin habe ich eins weggeschmissen. Und davon. So, jetzt können wir wieder laufen. So,
heißt es, das brauchen wir jetzt da mal kurz hier. Und da klatschen wir jetzt diese eine Leiter dran. Ja. So. Verdammt. Ich brauche nur diese eine. Holzdach. Ja, das will ich haben. Ich sehe euch. Eigenen Kacken erschreckt. Und wieder viel Holz. Mit dieses Holz da, das nervt. Kleinen Moment. Na komm. Oh, ist das Dings? Ich glaube, wir haben Obsidian. Das wäre toll. Da würde ich mich so bauchvolllöchrig freuen drüber. Ganz ehrlich. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, eine Eisenspitzhacke. Das können wir jetzt einfach so ab. Das wäre jetzt geil. Da würde ich mich einen echten Ast freuen. Oder einen Baum. Ein Riesenbaum mit jede Menge. Holz. Da will ich mir echt einen Baum freuen. So, ich bin mir, warum auch keine Musik mehr im Hintergrund läuft, das habe ich mir absichtlich gemacht, dass dies nicht mehr drin vorkommt. Weil das letzte Mal, wo ich das gehabt hatte, wurde mir der Ton von Twitch wegen Urheberrecht und bla bla bla, und deswegen habe ich das jetzt halt alles abgeschaltet. So kann nichts mehr mit Urheberrecht bla 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 gemacht werden. Warum auch immer das so auf einmal so spinnt, das hat es vorher nicht gemacht. Aber bitte, soll mir recht sein, soll es machen, habe ich kein Problem mit. So. Yay. Yay. Wir werden. Oh, ich verhungere. Warum sagt bitte denn keiner, ich verhungere? Böses Ich. Jetzt nicht mehr. Dahin. Ja, mir fällt erstmal zu spät ein, wo ich was hinbauen will, wenn ich schon was gebaut habe an der Stelle. Aber besser als gar nicht. So, Tür ist auch da. Juppito. Wir brauchen noch was zum Trinken. Boah, ist gekackt.
Komm, wir folgen diesen Kriegelkrackelfahrt. Ob hier irgendwann ein Erdbeben kommt und der Teil der Insel wird kaputt und wird weggerissen? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Ach, falsch. Ja. Wir müssen mehr tragen können, weit mehr tragen können. So. Es langt einfach nicht, was wir tragen können. Es langt nie. Es wird niemals lang. Ich hoffe, es langt langsam mal. Ich bezweifle es irgendwie nur. Außer also, dass wir noch keine Nacht hatten, das aber absichtlich so ist. Wir hatten noch keinen Sturm, keinen Regen, nix. Auch interessant. Dabei habe ich da eigentlich gar nichts drum rumgefummelt. Wir müssen noch irgendwann mal was kommen. Jetzt rennen wir in Galopp zurück zu unserer Hütte. Naja, zu unserem Block. Wir rennen Galopp zurück zu unserem Block. Ach, ich weiß, was ich noch machen wollte. Entschuldigung. Egal. Davon hatte ich, glaube ich, welche gebaut, ne? Ja. Hier, da. Das tue ich mal hier hin. So. Jetzt brauche ich die andere Seite. Verdammt, ich hab's doch wieder falsch gemacht. Egal. Naja, wird's halt doch wieder kein Spitzdach. Ich hätte nur ein, das Haus nur eins weitermachen müssen, dann wäre es eins geworden, aber so nicht. Naja, egal. Kann man jetzt die Aufwertungen. So, und jetzt habe ich. Brauche ich schräges Dach? Schräg, schräg, schräg. Bauplan. Holzdach. Nein. Schräges Holzdach habe ich doch.
Und es fehlen Fasern. Na? Da. Habe ich nicht eine schöne Hütte? Die ist so schön rustikal. Na? Ich gehe als zu weit. Wir müssen mal kurz hier stehen bleiben. Entschuldigung, wenn es gerade ein wenig dauert. Ich muss so gerade irgendwie. Ich bin aussehen aus dem Chat raus. Ah, jetzt bin ich wieder drin. Und hab nichts mehr sehen können. Deswegen. Falls wer geschrieben hatte, hätte ich es jetzt nicht lesen können die ganze Zeit. Weil mir irgendwie rausgekommen ist. Also rausgegangen ist. Hui. Ständig fehlt was. Entschuldigung fürs Gehen. Trauen uns mal wieder ein bisschen weiter weg von unserem Zeug. Einfach um zu gucken, was hier noch so alles ist. Und nebenbei hacken wir Bambus. Kann ich das? Verdammt. Ah, okay. Ich kann Bambus mit den Händen abfarmen. Interessant zu erfahren. Was ist denn hier noch so alles? Leider kein Dodo. Was sind da? Kristall? Cool, da hinten ist Kristall. Und da sind Schlangen. Na toll. Mann, sind mir hier in einer sicheren Gegend gelandet. Die ist so sicher, dass nicht mein Dodo hier ist mehr. Aber hey, wir haben Kristalle in der Nähe. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das heißt, ich werde gucken, dass ich irgendwie eine Werkbank und einen Brennofen hinklatsche. Und dass wir uns da was Schönes bauen. Oh ja. Oh ja, toll. Na komm. Was wollte ich denn eigentlich bauen? Ah, genau, Schrägdach. Slalom laufen. Yeah. Au. Alter, wir werden sterben, aber sowas von.
Verdammt. Wo kamen die denn plötzlich her? Toll. Sieht die mich? Nee. Soll ich haben? Ich mache mal die Tür schon mal auf. Sind wir endlich diesen Vieh entkommen? Oh, jetzt hat sie mich doch entdeckt. Hi. Wagt mich mal weit heraus zu meinem Zeug da hinten. Hoppdi. Die greift jetzt weiter mein Haus an, oder was? Toll, die greift mein Haus an. Ich kann auch nichts herstellen, was mich jetzt irgendwie noch retten könnte, groß. Zumindest auf die Schnelle. Einzige, was ich jetzt versuchen kann. Ja, wo ist er denn? Platz. Wir haben natürlich jetzt keinen
weiß auch nicht, wie schnell das jetzt abnimmt bei der. Ich kann auch nicht nachgucken oder sowas, gar nichts. Okay. Anscheinend nur auf bestimmte Art und Weise wahrscheinlich Dingsen. Schade. Sehr schade. Aber hier hat auch leider meine Wand angegriffen. Oder mein Boden? Was hat die eigentlich angegriffen? Okay. Irgendwas hat es da angegriffen und ich weiß nicht was. Trotzdem schade eigentlich drum. Bei Rüstung Leder können wir nichts herstellen. Fasern. Schade, ich hätte gerne die Mantis gehabt, aber ich wollte es ja natürlich nicht auch ercheaten. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn ich jetzt noch das Ganze ercheatet hätte. Ja, und ich weiß, ich müsste den Cheat dafür. Und der funktioniert sogar hier. Aber nein, machen wir nicht. Ne? Sowas macht man nicht. Hier kämpfen wir ein eine Frau, schreiend wegrennen mit Pfeil in der Hand, mit Pfeil und Bogen in der Hand. Das war das Wort dazu. Ein bisschen was trinken. Ich hoffe, das langt jetzt, was wir hier haben. Und ich hoffe, wir haben jetzt nicht nochmal so eine Begegnung mit dem Vieh. War unser erster Tod gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so kurz überleben, die ganze Sache. Na, gehst du zu der Tür. Und. Leder. Wenigstens da was an. Und haben wir da jetzt wieder was? Da können wir jetzt noch das hier reinhauen. Und nochmal Narkosis herstellen. Irgendwas wollte ich gerade. Achso, ja genau. Das war ich, was ich wollte. Die Tür zu machen. Holz. Eine Holzwand. Nee, wir hätten zwei gebraucht. Egal. Doch so viel. Ich beiß das Zeug irgendwann mal noch. So, weil wir nicht richtig gucken konnten. Wir brauchen nämlich den da noch.
Das brauchen wir auch. Das auch. Eine Peitsche? Hält deine Feinde in Schach und deine Herde in Bewegung. Ah, ja. Brauchen wir ja unbedingt eine Peitsche. Können wir dann sagen, schlag mich, beiß mich, gib mir den Hirnarm, du Dinosaurier, du. Du fetter Dino. Yay, unser Dach ist gleich fertig. Ich weiß, was ich hier oben hinbauen werde. Und da auch noch. Das zum Beispiel. Da brauche ich. Da brauche ich das da. Nee, doch. Moment. Doch. Nee, das ist nicht. Das da brauche ich. Und das da. Und dann das Dach. Das wollte ich jetzt nicht. Das. Egal. Ist ja jetzt so rum. Hauptsache oben. Da machen wir noch ein Dings davor, eine Klappe davor. Nochmal Holz hacken. Wir haben ja nicht genug Holz gehackt. Ich glaube, den hatten wir schon mal angekriegt. Ne, sammel doch auf. So einen dicken könnten wir gebrauchen. Ein Schwinger und das Zeug wäre weg. Oder was heißt weg ist, wäre halt eingesammelt. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Nein, nein. Ich bin ein Baum. Ein Blatt, ein Wind. Ein Blatt im Wind. War das nicht das Vieh gewesen, was vorhin die ganze Zeit versucht hat, den da hinten zu erwischen? Oder ist es für das wie immer auch gejagt? Ich gehe mal rückwärts. Ich gehe mal da lang. Da sieht es mir sicherer aus als da, wo ich gerade eben war. Wieder hoch. Ja. Okay. Nichts Schräges, ich brauche ein normales Holzdach. Da. Ob dreimal lang, das bezweifle ich. Okay, dreimal lang doch. Dann haben wir jetzt hier schon mal ein Holzdach. Da können wir hier was draufbauen. Und ein bisschen hier die Gegend, ja, bewachen. Oder halt
Viecher von hier oben eher erwischen. Ich weiß, es ist die feige Methode, aber ja, so bin ich halt. Die haben schon wieder Durst und schon wieder Hunger. Was ich jetzt suche. Guck mal, das einfache Bett habe ich vergessen zu lernen. Rampe, Holzfalltür. Die suche ich gerade. Vanias dürfte ich sogar das andere Vieh da hinten erwischen. Denke ich zumindest. Nee, das will ich, das will ich. Funktioniert. Dann gehen wir was trinken. Autsch. So, wir sollten noch was futtern. Und nebenbei Holz sammeln. Nicht genug. Da hinten das Vieh. Was fressen die eigentlich nochmal, die Flugviecher? Oder war das jetzt Fleisch? Ich glaube Fleisch, ne? Bin mir gerade nicht mehr so sicher, was sie fressen. Aufsammeln. So. Ja, ich bin ausgepowert. Aber ich ruhe mich nicht aus. Keine Zeit dafür. Ich bin wie so ein hektisches Wiesel. Ich muss immer irgendwie die Umgebung hier im Auge behalten, nicht dass ich wieder angegriffen werde, wie gerade wie vorhin von diesen Mantas. Voll erschreckt. Na, sammel drauf. Yay, voll interessant. Abkrabbeln von Büschen. Dann in vollen Galopp zurück. Nebenbei was trinken. Komm, spring mal. Yay! Gut, dass hier gerade kein Vieh ist. Das wäre jetzt blöd gekommen. Reingesprungen und gefressen worden. So. Was wollte ich denn jetzt? Ah, genau. Ich weiß, was ich wollte. Ich wollte mir hier noch so eine Plattform bauen. Dings. Hier. Damit ich auch hier noch was habe. Ja, ich denke mal, wir dürften lang. Falls ich schießen müsste oder sowas. Das mache ich auch von hier aus. Ich nehme jetzt mal andere Bären. Irgendwie welche von denen nicht so richtig satt. So, wir hauen uns mal ein paar Bärchen in die Futterluke. Warum kann das nicht gesetzt werden? Machen wir die Tür zu. Noch nicht.
Ja, machen wir die Tür zu, indem ich einmal runterfalle. Immer? Warum geht das jetzt nicht? Ich mache mir die Tür jetzt zu. Dreimal. Und geht doch. Langt doch. Ein Bettchen wollte ich noch bauen, fällt mir gerade ein. Aber mir fehlt wahrscheinlich Leder. Ja, mir klar. Okay. Dann werden wir uns nochmal zu diesen toten Viechern dahin begeben und Leder holen. Falls wir das können. Und nicht vorher umgebracht werden. Nee, das Vieh ist da. Okay. Wir kloppen auf den Boden wie. Oh, jetzt ist es weg. Aber wir haben ja noch eins. Wir kloppen auf den Boden wie. Und das macht ja so Spaß. Lalalala. Wir kloppen auf einen Boden wie. Drum. Und trinke dabei was. Das Spaß. Vor allem trinkt mir da wieder das Zeug in der Nähe von toten Vieh. Das ist bestimmt super gesund, was wir da tun. Lalalala, wir kommen auf den toten Vieh rum. Was fehlt denn? Okay, wir kloppen nicht mehr auf einen toten Vieh drauf rum. Wir kloppen jetzt auch erstmal auf den Stein drauf rum. Jetzt kloppen wir gleich wieder auf den toten Vieh drauf rum. So. Ich renne jetzt Hause. Wir brauchen definitiv mehr Ausdauer. Das wird das nächste sein, was ich hoch arbeite. Ausdauer. Immer wichtig. Ausdauer und Intelligenz. Was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte mir ein Bett bauen. Das Bett stelle ich mir hier. Oder? Hier in die Ecke. Yay, wir haben unser erstes Bett. Jetzt können wir es den Viechern zeigen hier. Aber wir springen auf dem Bett rum. So, genug rumgesprungen auf dem Bett. Na, satt gejuckt. Kann ich echt ein Lager jetzt bauen schon mal, damit ich wenigstens ein bisschen Zeug loswerde? Holz. Lager. Ach, seufz. Ziehe es gerade mal wieder kurz. Genau, Ausdauer habe ich gesagt, ne? So, was haben wir denn da? 34. Da sind wir doch. Das da,
Das war's. Was ich hier gern lernen würde, aber ich glaube, das ist noch nicht dabei. Stolpertrittalarm. Nein, das war's nicht. Das da. Geht nicht. Verdammt. Wir werden. Da brauchen wir auch Holz für. Ich weiß, wir haben einen sehr, sehr langen Tag. Ich glaube, wir haben zu lange eingestellt. Der Baum, der nicht da ist, oder wie? Lustig, dass wir Kugeln kötteln. Da könnte ich mich kugeln vor lauter Köttel. Türe zu. Sieht. Noch was fehlt uns. Das ist nämlich nicht hier drin, dahin baut das Ding. Oh, wir haben ja jede Menge. Den Schmelzofen mir draußen hin. Ich merke, das Ding nämlich nicht drin haben. So, es gibt ja nicht. Das ist alles neu. Das mache ich nicht. Der kommt hier hin. Herstellung. Was fehlt denn? Immer noch Steine. Okay. Müssen wir mit der Axt dran. Weiter geht's. Und wie viel fehlt noch? Nichts mehr, yay! Ich werde hier vorne auch noch mehr Holzdings hier hin machen, dass es ein bisschen besser aussieht. Ein bisschen eine Art Veranda. Sieht bestimmt auch schön aus. Ich glaube, wir brauchen nochmal Stein. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Wir hatten doch gerade eben Stein gesammelt, oder? Da. So, da haben wir
Ah, da haben wir noch. Da können wir die erstmal hinstellen. Die stellen wir hier hin. Nicht da. Das wäre ein Fehler, wenn wir die da hinstellen würden. Ich stelle sie hier. Das wollte ich jetzt gar nicht. Stellen wir halt. Okay. Da können wir jetzt hier ein bisschen Zeug entladen, weil sonst werden wir nie wieder Platz haben. Da tun wir jetzt mal Öl hier rein. Das geht zwar auch irgendwann, ich glaube, das geht irgendwann kaputt, aber egal, brauchen wir eh nicht gerade. Haben wir denn alles, was wir jetzt gerade nicht so unbedingt brauchen? Ja. Haben wir. Okay, da haben wir jetzt hier das hier noch. Normalerweise würde ich jetzt ein riesengroßes Lager bauen, aber das wird viel Zeit brauchen. Okay, das können wir auch tun. Jetzt kriegen wir wenigstens schon mal ein bisschen Eisen. Gucken, ob wir noch hier noch irgendwie Eisen kriegen. Okay, die können wir schon mal nicht abbauen. Und jetzt kriege ich natürlich kein Metall. Ich wollte doch wieder die Axt nehmen, wa? Jetzt komme ich mir verarscht vor. Kann ich das denn schon abbauen mit der normalen Axt oder geht es nicht? Ich probier's einfach mal. Ja, aber es gibt nicht viel raus. Verdammt. Wir brauchen Metall. Die kennen so eine Metallader, wäre jetzt cool. Ich so wenig Metall wie nur etwas, oder was? Kein Metall. Toll. Die ist heiß. Ja, toll, die ist mir heiß. Ich stehe auch direkt hier vor den Ofen. Logisch. Okay, tu mir hier noch ein bisschen. Ich mache dann hier mal auch Feierabend jetzt. Auch wenn wir noch nicht allzu viel gebaut haben und nicht viel gemacht haben. Aber beim nächsten Mal definitiv mehr. Und vielleicht werden wir beim nächsten Mal auch nicht diese Werkbank bauen können. Dann haben wir auch unser Metallzeugs.
Oder zumindest, sobald wir Metall alle gefunden haben, haben wir Metallzeugs und dann können wir auch vielleicht ein bisschen mehr machen und auch mehr, ja, durch die Gegend rennen und auf mehr Viecher erledigen oder zumindest mal zähmen und so. Also, würde ich sagen, bis demnächst, man liest sich, man hört sich.